Hallo, willkommen bei mir im Experimentier-Kochtrotz-Kochstudio und Video Nummer 3. Ihr habt euch Pizzateig gewünscht, natürlich glutenfrei, und den machen wir heute. Als erstes machen wir wieder einen Vorteig, wie auch schon beim Landbrot. Ich habe wieder 50 ml warmes, lauwarmes Wasser abgefüllt, schütte darauf meine Trockenhefe und verteile ein bisschen Zucker darüber. Das ist in dem Fall Puderzucker aus Rohrzucker. Ich mache den immer selber. So, das war's. Stellen wir beiseite und lassen die Hefe aktivieren. Dann nehmen wir 250 Gramm Hirsemehl. Ich nehme selten Maismehl. 200 Gramm Reismehl, das könnt ihr übrigens im Asialaden kaufen, falls ihr Probleme habt, das zu bekommen. Und 50 Gramm Stärke. Ich habe hier Tapioca-Stärke, weil ich, wie gesagt, ich habe es nicht so mit Mais. Das mischen wir jetzt erstmal durch. Ihr könnt natürlich auch fertig gekauftes Mehl nehmen. Und zwar könnt ihr so ein Universalmehl nehmen. Und das Universalmehl, glutenfrei, ist so ein Mehl, da steht dann immer drauf, für alle Verwendungszwecke oder sowas. Also ihr braucht kein Spezialmehl kaufen dafür. Aber ihr seht, das geht auch relativ einfach, wenn man selber macht. So, jetzt nehmen wir aber hier nochmal ein paar Esslöffelchen raus. Die braucht drei Stück, nehme ich raus, zwei, drei gehäufte. Geben, also wir brauchen das Mehl nachher nochmal zum Einarbeiten. Das ist der Grund, warum ich es rausgenommen habe. 5 Gramm Xanthan nehme ich. Ich wiege es wieder nicht ab. Ihr könnt es ja gerne abwiegen. Dann nehmen wir 2 Teelöffel Salz. Die Mengen habt ihr später wieder im Rezept. Müsst ihr euch nicht merken. Nochmal durchmischen. Ein paar Minütchen sind um, unser Vorteig ist gleich soweit. Ich hatte aber angekündigt, ihr könnt den Pizzateig auch ohne Hefe machen. Das könnt ihr, das ist total einfach. Ihr nehmt anstatt der Hefe einfach eine Packung, entweder Weinsteinbackpulver oder ganz normales Backpulver, und rührt die direkt mit in den Teig. Der Unterschied ist natürlich, ihr müsst den Teig nicht gehen lassen. Und ihr nehmt kein lauwarmes Wasser, sondern ihr nehmt Sprudelwasser, also Mineralwasser, damit euer Teig fluffig wird. Das schreibe ich euch aber auch nochmal ganz genau im Rezept auf meinem Blog. So, schaut mal. Das ist unser Vorteig. Also man kann heute echt extrem gut sehen, wie sich die Hefe aktiviert hat. Die ist echt ganz schön hochgegangen. Das gehen wir jetzt zum Mehl. Wir rühren kurz durch, verteilen das ein bisschen, geben Olivenöl dazu, darf beim Pizzateig natürlich nicht fehlen. Rühren wieder ein bisschen durch. Und jetzt kommt lauwarmes Wasser dazu. 350 ml habe ich hier, wir schauen gleich mal, wie viel wir wirklich brauchen. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man für ein Mehl verwendet. Braucht man mehr oder weniger. Natürlich könnt ihr die Küchenmaschine diese Dienste hier verrichten lassen, ganz klar. Ich mache das ansonsten auch. Ich will euch aber in meinen Videos immer zeigen, wie ihr das ohne Zusatzgeräte alles hinbekommt und dass es eigentlich einfach ist. Wir brauchen einen relativ flüssigen Teig. Da wir später ja noch die 3 Esslöffel Mehl einarbeiten wollen, die wir wieder weggenommen haben. So, ja, ich nehme die noch. Also 350 ml sind es dann geworden. So, und jetzt verteilen wir das mit diesem Schaber hier.
So, ihr seht, der ist relativ weich. Ist gut so. Muss so sein, passt. Wir können später noch entsprechend viel Mehl einarbeiten. Der geht jetzt für eine halbe Stunde ungefähr. Und ich hoffe, ich komme gleich wieder, weil wir haben hier Unwetterwarnung. Deshalb ist hier heute auch so dunkel. Nein, nein, ich komme natürlich wieder. Wir wohnen in einem stabilen Haus. Bis gleich. 30 Minuten sind um. Schaut mal. Also der Teig ging abgedeckt 30 Minuten. Prachtstück, oder? Super gut gegangen. Legen wir mal weg. Jetzt bemehlen wir die Arbeitsfläche. Und wenn ihr mein Video mit dem Landbrot gesehen habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Der alte Backmattentrick. Der Teig, der rutscht so raus, ne? Ihr seht das? Nichts drin. Ha, wir haben Besuch. Nico, guten Tag. Ja, hallo Nico. Nico frisst. Seht ihr die tollen Poren? Also der Teig ist wieder perfekt gegangen. Jetzt hier noch Mehl drauf. Erstmal nur die Hälfte. Lassen wir mal was über. Es kann sein, wir brauchen nicht alles. Und dann geht es wieder los. Von allen Seiten ringsum das Mehl einarbeiten, wie auch beim Landbrot. Es dauert eine Weile. Diese Art und Weise macht ja unseren glutenfreien Teig einfach fluffiger, luftiger und besser. Ich arbeite mich dann mal durch. So, die Hälfte ist eingearbeitet. Aber er klebt noch an der Backmatte. Und es sagt mir und auch euch, es ist noch nicht genügend Mehl drin. Also gleiches Spiel nochmal. Wenn ihr den Teig nicht anfassen wollt, könnt ihr das so machen wie ich. Ich mag den nämlich auch nicht anfassen. Ich mag die schmutzige Hände haben von Teig. So, und jetzt geht's wieder los. Mehl einarbeiten. Könnt ihr nochmal ein bisschen platt drücken. Und wieder ringsum mit der Backmatte. Ich habe jetzt 500 Gramm Mehl insgesamt verarbeitet. Er klebt aber noch. Er klebt immer noch ein bisschen an der Backmatte. Das bedeutet, es muss noch ein bisschen mehr Mehl dazu. Ich nehme jetzt wenig. Und ich nehme Reismehl. Ihr könnt aber auch eben Hirsemehl nehmen und wenn ihr schon fertiges Mehl verwendet habt, nehmt ihr natürlich das. Wer mit Backpulver backt und nicht mit Hefe, muss diesen Schritt nicht machen. Ja, der bleibt euch erspart. Ihr mixt einfach vorher alles zusammen mit dem Sprudelwasser und müsst dann nicht kneten. Jetzt ist es gut. Der klebt immer noch leicht, aber das ist in Ordnung. Ich bemehle den jetzt ein bisschen von außen. Ah, da will der raus. Nicht raus, Nico? Eindeutig, ne? Tschüss. Gib mal ein bisschen Mehl hier in mein Schüsselchen. Und teile den Teig durch zwei gleich große Hälften. Ich backe nämlich kein großes Blech jetzt, ich backe zwei runde Pizzen. Und das geht so. Bis wir den Teig jetzt auf dem Backpapier weiterverarbeiten. Mehlen. Glutenfreies Backgut muss man immer gut mehlen. Ups, das war ein bisschen zu viel des Guten. So,
Ja. Jetzt rollert ihr den mit dem Nudelholz. Ich nehme das mal hier ein. Dann geht es besser. Also, ihr seht, ne? Gut mehlen ist echt wichtig, sonst klebt's. So, das ist jetzt nicht so super, super rund, das macht aber auch nichts. Legt ihr jetzt beiseite und nehmt den nächsten. Also bei mir gibt es heute schon mal keine runde Pizza. Ihr rollt den relativ dünn aus. Jetzt deckt ihr den ab mit einem Küchentuch am besten und lasst ihn nochmal 20 Minuten gehen. In der Zwischenzeit bereiten wir gleich den Belag vor. Ich habe euch ja gesagt, wir machen Belag ohne Tomaten, also histaminarm. Ihr lacht euch bestimmt jetzt total schlapp, wie easy das ist, eine Soße ohne Tomaten für Pizza zu machen. Es gibt Paprikamark. Ihr müsst höllisch aufpassen. Es gibt ganz viele Produkte am Markt, die mit Tomaten sind. In türkischen Läden bekommt ihr eigentlich immer Paprikamark ohne Tomaten. Wiederum da müsst ihr aufpassen, das ist mir leider auch schon passiert. Es gibt mild und scharf. Ein Schaf ist so, so höllisch scharf, das wollt ihr nicht essen. Es sei denn, ihr liebt es, dann ist es toll. Jetzt habe ich gestern was entdeckt. Das ist Paprikasoße, gleiche Marke. Und die könnt ihr einfach so verwenden. Da ist auch kein, da sind keine Tomaten drin, das ist nur Paprika und Gewürze. Tolle Sache. Wir nehmen das heute auf. Es kommt so aus dem Glas, muss man nichts mehr machen. Also es ist wirklich super, super, super einfach. Wenn ihr Paprikamark nehmt, dann mischt es mit Wasser, bis es eben so eine Konsistenz bekommt von einer dicken Soße. Oder eben wie passierte Tomaten, ne? So eine Konsistenz. Und jetzt gehen wir her. Das ist wirklich babyleicht. Verteilen das hier auf unserem Pizzateig. Mehr oder minder gleichmäßig. Gleichmäßig geht gar nicht, aber macht es nicht zu dick. Das ist wichtig. Ja, sieht doch super aus. Ich gebe immer noch Thymian und Oregano drauf, getrocknet, und zerreibe die so ein bisschen in den Fingern, damit das ein bisschen feiner wird. Ja, das ist schon schief gegangen. So, jetzt aber. Man darf nicht zu viel zwischen die Finger nehmen, sonst geht es schief. So. Wenn da schon Gewürze drin sind, im Paprikamark oder in der Soße, ist es egal, braucht man das nicht mehr wirklich zu würzen. Wir machen heute zwei verschiedene Pizzen. Einmal eine mit Mozzarella. Mozzarella ist ganz gut, wenn man Histaminintoleranz hat, ist sehr verträglich. Und eine mit veganem Käse. Wir machen es jetzt einfach halb-halb. Da wir gleich essen wollen, gibt es jetzt eine halbe mit Mozzarella und eine halbe mit veganem Käse. Beim veganen Käse müsst ihr aufpassen, wenn ihr Verträglichkeitsprobleme habt. In vielen Alternativprodukten ist echt jede Menge Mist drin. Dieser hier ist nicht so. Ich habe vorhin vorm zweiten Gehen des Teiges schon den Ofen angemacht. Ich backe die Pizza jetzt auf dem Pizzastein und der muss sich immer aufheizen. Und die wird bei 250 Grad gebacken. Muss so heiß sein. Braucht zwischen 10 und 12 Minuten, dann ist die fertig. In der Zeit schnell den Tisch decken. Aus dem Ofen geholt und so Prachtstück. Wir essen jetzt. Ganz klar, jetzt muss es schnell gehen. Ihr könnt die Pizza natürlich belegen mit was auch immer ihr wollt. Ihr seht, auch der vegane Käse ist ganz gut geschmolzen.
Ich freue mich auf eure Kommentare und wie es euch gelingt, das Pizza machen. Wir essen jetzt. Tschüss. Rezepte gibt es natürlich wieder auf kochtrotz.de, das ist ja klar. Ne? So. Ciao, ciao. Ja, das ist halt wie im Kino, es hört nie auf. Da kommt der Abspann, dann kommt noch was und kommt noch was. Habt ihr gesehen, was das für Original-Pizza-Blasen hier sind? Das muss ich euch noch zeigen. So, und jetzt esse ich. Es schmeckt gut. Ich habe schon probiert. Tschüss.